Herzlich willkommen zum Horizonterweiterer Videoblog zum Thema Familiengeheimnis. Der Großteil der Symptome, die die Klienten haben, die zu mir in die Praxis kommen, ist aufgrund von erlebten Traumata entstanden. Trotzdem immer wieder passiert es, dass ein Klient da ist und dann stellt sich heraus in Hypnose, die Ursache ist ein Familiengeheimnis. Wieso ist das so? Wenn wir uns einmal anschauen, wie entsteht sowas, da gibt es den Täter, die Generation 0. Der Täter macht etwas und entweder ist es wirklich strafbar oder er hat zumindest die Meinung, dass das ein schlechtes Licht auf die Familie, auf ihn wirft. Und der Täter verschweigt das. Es wird verdrängt, versucht zu vergessen. Natürlich kann so etwas nicht vergessen werden und im Täter wird immer ein Gefühl von Schuldbewusstsein, schlechtem Gewissen und einer Angst vor Entdeckung da sein. Diesen Gefühlsmix gibt der Täter natürlich an seine Kinder weiter, weil die Kinder alle Gefühle von ihren Eltern übernehmen, in denselben Gefühlen aufwachsen. Diese Kinder geben es wieder an ihre Kinder weiter und so weiter. Und so spricht man von bis zu 7 Generationen, in denen sich so ein Gefühl fortpflanzt, bis es sich dann langsam auflöst, nicht mehr weitergegeben wird, zu schwach wird, im Sande verläuft. Die Generation 1, das heißt die Kinder des Täters, die können in der Regel noch nicht an dieses Thema rangehen. Sie laufen zwar auch mit diesem Gefühl rum, irgendwas stimmt nicht und schlechtes Gewissen, und sie haben auch irgendwie das Gefühl, es hat mit den Eltern zu tun, aber sie sind noch zu nah an den Eltern. Sie trauen sich nicht, die Eltern anzusprechen. Frühestens die Enkel, spätestens dann die Urenkel. Die haben auch die emotionale Entfernung zu den Großeltern oder Urgroßeltern und können dann beginnen, so ein Familiengeheimnis aufzulösen, indem sie unbequeme Fragen stellen, in Unterlagen herumgucken etc. Dummerweise wissen sie oftmals gar nicht, dass da ein Familiengeheimnis ist. Sie laufen mit diesem Gefühl rum, irgendwas stimmt nicht, schlechtes Gewissen, aber an dem Gefühl steht ja nicht daran, das ist aufgrund eines Familiengeheimnisses. Und meistens braucht es dann erst einen Impuls vom Außen, oftmals in einer therapeutischen Sitzung, wo dann klar wird, da muss ein Familiengeheimnis sein. Spannenderweise weiß das Unbewusste des Klienten oftmals sehr genau, in welche Richtung das Familiengeheimnis zu suchen ist, wer beteiligt ist und was das Grundthema ist. Ob es ein Seitensprung des Großvaters ist oder vielleicht ein Mord oder die Familie hat sich aufgrund von irgendwelchen Umständen bereichert an anderen Menschen etc. Wenn dann die Person im Außen danach sucht, wird sie genau diese Fakten meistens finden. Und dann gilt es, das zu verarbeiten. Das heißt, für sich zu verarbeiten, klar zu werden in den Gefühlen und das zu akzeptieren. Zu akzeptieren, dass das Teil der Familiengeschichte ist. Und das ist nicht mehr wegnehmbar. Und das wirft natürlich ein schlechtes Licht auf die Familie. Aber wir leben in einem modernen Deutschland und wir haben keine Sippenhaft. Das heißt, wir selbst sind nicht schuld. Es ist Sache der Ahnen. Und wenn diese Arbeit dann getan ist, dann kann auch das Symptom verschwinden.